ich bin eher eine scheuche, introvertierte Person gewesen. Und die Bühne hat mir da eine Plattform geboten, um mich in eine Figur flüchten und Sachen machen, die ich mich sonst nicht so getraut habe. Ich wollte natürlich schon komisch sein, lustig. Humor ist wichtig, ist Transportmittel eigentlich, aber letztlich ist es mache ich keine Feel-Good-Comedy, sondern man muss wirklich auch man muss mit überlegen, und es ist manchmal zum Teil sicher auch ein bisschen irritierend oder verstörend, was ich da auf der Bühne biete. Also mit Vorurteilen. Also ich will nicht die Zuschauer in ihrer Meinung bestätigen. Ich bin nicht einfach so nur der linke Künstler, der gegen die SVP wettert und so, sondern ich tue dann auch mal gegen die Linken etwas sagen oder so. Oder gegen die Zuschauer selber. Wenn negative Kritik kommt, heisst das ja auch ein bisschen, dass ich es richtig gemacht habe. Also Satire muss ja auch ein bisschen weh machen. Wenn Satire allen gefällt, dann bringt es ja nichts, oder? Ja, ein bisschen Resignation ist es schon, dass ich das jetzt einfach nicht spielen kann und vielleicht erst im Herbst oder wer weiß. Und es geht schon lange, es ist ja ziemlich schon vergessen gegangen, den ganzen Text, den ich auswendig gelernt habe. Und dann muss ich das alles wieder wie neu wieder aufarbeiten. Es ist ein Seich, ja. Ich kann es nicht anders sagen. Ich war auch an Klimademos. Also ich finde es eigentlich schon sehr toll, was die Jugend da aufgestellt hat in den letzten paar Jahren mit den Klimastreiks, die ja tatsächlich doch etwas gebracht haben.